Und dort gern da an der Stelle auch etwas erzählen von gegenüber. Muss man jetzt da umdrehen, gell? Verzeiht bitte. Aber wenn man dahinter schaut, haben wir da drinnen natürlich Bartholomäberg, gell? Sehen das? Und da ganz draussen Tschaggu und da noch Schru. Bartholomäberg, Tschagguns, Schruns. Da der Hochjoch. Und wo Herzsee und Schwarzseezimmer fließen, ist dahinter eine Quelle bei der Alp Innerkapelle. Und da wird das erzählt. Aber für die Geschichte müssen wir zuerst raus nach Schru in die Kirche. Weil da hei a Teufele sie Uweser drüber. Es sei so ein Sapperlot gsi, so ein fürchtiger Teufel, dass der Pfarrer gesagt hat, er muss sie verwischen. Und an einem Tag ist es so wie gesehen. Er hat ihn gerade gepackt und verwischt. So, Teufele, jetzt ist fertig. Ich tu nüt mehr, ich tu nüt mehr. Ja, mei, das glaube ich dir überhaupt nicht. So, was mache ich jetzt mit dir? Ja, lass mich immer wieder los und ich tu überhaupt nicht mehr. Ja. Der Pfarrer hat es gehörig gepackt und das Teufel hat gehörig gerüttelt und geschüttelt, oder? Und dann hat der Pfarrer überlegt, wo tue ich jetzt das Teufel hin? Ins Feuer. Ja, Pfarrer, super Idee. Wirf mich ins Feuer. Und wie der Pfarrer sieht, dass das Teufel glänzige Augen kriegt, hat er sich gedacht, keine gute Idee. Weißt du was, Teufel? Ich grab dich in die Erde ein. Oh ja, gute Idee, Pfarrer. Das ist ganz eine gute Idee. Du musst mich ganz tief eingraben in die Erde. Und der Pfarrer, der glänzige Augen sieht, denkt er sich, was Mensch? Keine gute Idee, gell? Jetzt hat er eine bessere Idee. Ich wirf dich ins Wasser. Na! Ich versprich dir alles. Wirf mich nicht ins Wasser. Jetzt ist vorbei, Teufel. Ich habe dich schon lange gewarnt. Schon lange habe ich dich verwischen wollen. Du Unhold! Jetzt ist fertig. Du, das Teufel hat zappelt und zittert, knistert und knastert, hat sich bogen und büttelt. Es hat ihm gar nichts genützt. Der Pfarrer ist mit dem da rauf, durch den Wald. Da geht man 3 Stunden, wenn man schnell ist. Und über der Kuppe drüber, da sieht man die Alp schon. Und er hat das Teufel immer noch gepackt. Er war schon starker gewesen. Und wenn er zu dieser Quelle kommt, sagt er, so jetzt, Teufel, jetzt, wirf dich ins Wasser und jetzt ist vorbei mit dir, du Unhold. Ich versprich dir alles. Ich und alle anderen Teufel, wir versprechen dir alles. Nicht. Und da wirft er das Teufel rein. Und vorher war das ein ruhiges Wasser. Und wie das Teufel da rein sinkt, da fängt es an rauschen und rauschen. Und es wird wild und wüst. Der Bach wird grösser und sprudelt ahe über den Felsen. Von unten rauf sieht man noch die Teufel-Augen glänzen. Und ahe sinken. Und nachher, wenn ihr jetzt an der Litz entlang reinlaufen und beim Wasserfall euch umstellen, da spritzt euch das Wasser teuflisch ins Gesicht. Die Leute haben die Geschichte schon kennt, das weiß ich nicht, ich bin nicht dabei gewesen. Oder die Leute haben sich gedacht, das ist ein wilder Bach. Da gehen wir den Namen Teufelsbach.